Hey Freunde, was geht? Willkommen zurück bei mir, bei Dead Space Remake und unserem Freund Isaac Isaacson. Komisch, im Game heißt er Clark. Ich weiß nicht, ob es da eine Namensänderung gab. Wir sind auf dem Weg in die Monorail-Werkstatt. Schauen, was da auf uns wartet. Freunde, nur Gutes! Isaac, mach dir nicht die Mühe, auf den Kopf zu zielen. Das fällt dir nicht mal auf. Okay. Es geht nur, wenn du sie zerhackst. Ihre Arme, ihre Beine. Bringt sie das denn um? Oder können sie sich dann nur nicht mehr bewegen? Weiß nicht, frag sie doch. Okay, das sieht schon hart fies aus hier alles. Hier kommt auf jeden Fall einer raus. Gibt's nochmal Plasma-Energie? Freunde. Oh, ein Knoten. Knoten, Knoten, Knoten. Knoten für Idioten. Da kommen Erinnerungen hoch. Nachricht abgerufen. Benson und Maschinenraum, habt ihr ein Stasemodul? Wir brauchen eins in der Monorail-Wartung, sofort! Der Autolader ist hinüber. Hier ist ein kaputter Monorail-Waggon auf den Schienen. Und wenn alles blockiert ist, wen rufen Sie dann wohl? Hier, Tempel, wir schicken ein Stasemodul. Was ist denn mit dem automatisierten Lader? Keine Ahnung. Hier geht gerade irgendwie alles kaputt und... Und ich höre Dinge. Unten in den Gängen, wo niemand sein kann. Weißt du? Ich weiß. Damit endet das Gespräch. Ich weiß. Ich erinnere mich an die Teile hier noch. Ich erinnere mich an vieles von dem Game noch. Nicht an alles, aber an vieles. Zumindest daran, dass hier auch ein Haufen Scheiß kam. Reparatursysteme online. Ladesystem reinitialisiert. Fehlfunktion des automatischen Laders. Bitte wenden Sie sich an einen Reparaturtechniker. Ja, ich. Fehlfunktion des Krallenarms. Manueller Austausch erforderlich. Ja, es war ja so, dass einer von diesen Haken, die hier rausfahren, nicht funktioniert, ne? Falls ich mich richtig daran erinnere. Vorher suchen wir hier natürlich alles ab. Ihr seht, es gibt hier einen Haufen Scheiß aufzugeben. Und wo ein Haufen Scheiß ist, ist meistens auch noch Haufen Mist. Okay. Wir haben die Sachen befestigt. Freunde. Kurz Stase aufladen. Defekter Monorail-Waggon wird ersetzt. Bitte warten. Nein.
Ich hab da einen Schreien hören. Geschafft. Der Waggon hat das ganze System blockiert. Alles ist erledigt. Und deine Datenplatine war auch durchgebrannt? Laut Inventar gibt's eine Ersatzplatine im Wartungssektor. Ohne können wir die Monorail nicht betreiben. Okay. Also, in den Wartungssektor. Wir müssen mal gucken. Es gibt natürlich in dem Game hier auch einen Haufen verschiedener Waffen. Wir werden uns aber auch hier eher so auf ein paar Waffen spezialisieren. So wie wir es immer gemacht haben. Denn, ich sag's mal so, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man 50.000 verschiedene Waffen hat, die alle scheiße sind, anstatt eine zu haben, die wirklich gut ist. Weißt du, wie ich meine? Arschloch. Ja, Leute, das war's von heute. was geht hier ab? Das ist jetzt meine Frage. Gab's den Hund damals schon? Das sah aus wie so ein Hündchen. I don't know. Yes. Speichern abgeschlossen. Speichern, wisst ihr, Freunde, super wichtig. Ich wüsste gern, wie wir da reinkommen. Vielleicht gibt es einen anderen Weg da rein. Da kommen wir auch nicht hin. Da kommen wir wahrscheinlich erst hin, wenn wir alles andere fertig haben. Kam doch irgendwas, oder? Sicherheitsfreigabe erforderlich. Alright, Sicherheitsfreigaben. Mal gucken, wann wir die erhalten. Wir müssen natürlich die Augen auch ein bisschen offen halten nach so leuchtenden Kisten, die hier irgendwo versteckt sind. Dass wir die zu uns rüberholen mit der Telekinese. Beziehungsweise, das können wir ja noch gar nicht. Ne? Wir können ja bisher mit der Telekinese nur die Zeit an bestimmten Stellen verlangsamen. Na, ich will's hoffen. Okay, Freunde. Wir speichern auch hier nochmal. Ihr wisst, ich bin ein absoluter Speicherfan. Wo ist denn hier... das hier? Ne, drei Speicherslots sind immer ganz okay. Schade, dass es die... dass man die nicht benennen kann. Davon bin ich immer ein ganz großer Fan. Alright, dann geht's jetzt hier lang. In die Gepäckhalle. Wisst ihr, was ich vermissen werde? Aus dem Originalteil diese Bugs, die es im Game gab, dass diese ganzen Leichensäcke anfangen rumzuspringen. Das war funny. Funny as fuck. Oh, guck mal. Loot. Frachtlager. Keine Energie.
Schutzschalter. Können wir entweder oder einschalten? Wartungssektor, Frachtlager. Okay, das ist... Okay, das ist ein Bronze-Halbleiter. Ein Knötchen, Credits und Plasma-Energie. Ansonsten ist hier nichts. Unangenehm. Okay, cool. Das heißt, man kann immer Strom einen bestimmten Ort zuweisen. Das Prinzip finde ich sehr interessant, Alter. Aber das wird 100% noch so ein Prinzip, was uns ganz, ganz hart in den Arsch beißen wird. Ich kann mir schon vorstellen, was sie da für fiese Sachen mit uns vorhaben. Achtung, Schweißgerät im Einsatz. Kein Zutritt für nicht. Autorisiertes Personal. Kommt da was? Okay, Freunde. Alles ist cool. Ich bin ein Fan von Bumston. Ja, ich hoffe, das Game ist nicht zu laut für euch. Ich habe es ja extra ein bisschen lauter gemacht, damit ihr den ganzen Scheiß hören könnt, den ich hier auch höre. Ich weiß nicht, ob das so intelligent gerade war. Okay, wir gehen mal hier oben lang. Den haben wir schon gestampft. Stase müssen wir auch aufpassen. Gibt es eigentlich so Viecher, die von uns, von oben auf uns herabspringen? Ich habe gelesen, dass sie für das Remake hier sogar neue Gegnertypen erfunden haben. Und es wird also spannend. Hier noch ein bisschen Plasma-Energie, noch ein paar Credits. Nice. Ich hoffe, dass wir bald die Gelegenheit bekommen, das auszugeben. Denn was ich auch noch weiß, und das will ich auch noch erwähnen, ist, dass sie hier die...
Waffenaufwertung und so, dass sie das alles ein bisschen auch erweitert haben. Im Endeffekt ist das Game in allen Belangen, die es so gibt, erweitert worden. Was ich sehr, sehr geil finde. Really? Dude, ich dachte, das wäre so ein riesiges Vieh. Wartungssektor, keine Energie. Okay. 100 Credits. Das heißt für uns, wir müssen die Energie hier umleiten irgendwie. Alright. Ist das krass, oder? Ey! Ich dachte schon, die Kiste wäre der fucking Unsterbliche, falls ihr euch an den erinnert. Oh no, der fucking Unsterbliche. Da war ja noch was. Oh shit. Ich habe in den Kommentaren gesehen, es gibt ein paar Leute, die das Game gar nicht kennen. Euch erwartet ein echt wirklich, wirklich gutes Game. Also generell schon. Und wenn sie das hier gut umgesetzt haben, dann sowieso. Und bis jetzt macht's einen heftigen Eindruck. War so klar. Irgendeiner, der da liegt, ist immer einer. Ich hatte nur noch nie so das Gefühl, dass die Waffe so hardcore underpowered ist. Was sie aber nicht ist, im Grunde genommen. Ein paar Leute wollten wissen, wieso das Feeling von dem Game ist. Das ist super responsive. Also ich finde, vieles, was in dem Originalteil so das Game auch so schwierig gemacht hat, weil das hatte einen knackigen Schwierigkeitsgrad, war, dass du... Das war so unresponsive, Alter. Okay, was haben wir hier? USG Ichimura, Abteilung Luft- und Raumfahrttechnik, Rechnung für Shuttle-Reparaturen, Missionstag 2, defekter, vorderer Gyroantrieb. Ah, das ist schlecht. Setzt jetzt funktionsfähig, fehlerhafte Zielfernrohre, beschädigte Booster-Manschetten, beschädigte vorderen Rötchen, bla bla bla. Repariert jetzt funktionsfähig. Anmerkung des Ingenieurs J. Wright, zweiter Ingenieur, Wartungssektor. Das ist einfach bloß Rechnung für Reparaturen. Da ist alles kaputt. Die Ichimura ist komplett kaputt. Okay, und hier können wir den Wartungsraum anmachen. Aufzüge ausschalten? Licht ausschalten. Lass überlegen, ohne den Aufzug kommen wir gar nicht nach unten. Oh fuck. Ihr wart alle tot, ne? Oh
Zumindest bekommen wir Credits dafür. Du, das ist doch diabolisch, Alter. Möchtest du das Licht ausschalten, Mama? Wir bleiben einfach für immer hier im Fahrstuhl. Fahrstühle sind cool. Guck mal, ein paar Lichter sind noch an. Ich habe gesehen, wie es auf YouTube aussieht. Ihr könnt euch nicht mal vorstellen, wie das in echt hier aussieht. YouTube macht schon wieder YouTube-Sachen. Da kam noch was, ne? Leg dich nicht mit mir an. Ich bin jetzt wach, Mama. To join is to survive. Was soll ich join? Ich frag mich, ob man die Knoten dann hier überhaupt noch braucht, um Türen zu öffnen. Oder ob das alles über diese Sicherheitszuweisung geht. Betreff Pokerabend. Ich halte das von Rick Link fern, falls Benson mithört. Willst du heute Abend pokern oder lässt du Caitlin weiter mit deinen Credits rumlaufen? Pokerabend. Ich bin dabei, aber kannst du Pavy dieses Mal nicht einladen? Ich weiß, dass er sich immer noch die Schuld an Cerossis Unfall gibt. Niemand will sich diese verdammten Albträume anhören. Vor allem nicht den, in dem er sah, wie Cerossi aufstand und mit halbem Kopf herumlief. Letzte Nacht hatte ich einen dieser Träume, von denen man aufwacht. Aber mein Dad saß neben meinem Bett und redete mit mir. Fühlte sich echt an. Okay. Ich würde sagen, der Marker schlägt zu und lässt die Leute Dinge sehen, hä? Oh, was haben wir? Irgendwas haben wir da noch aufgehoben. Isaac, und die Platine. Ich kann nicht mehr lange bleiben. Ich höre, wie sich etwas bewegt. Moment, ich habe die Platine. Ich komme zurück zur Monorail-Steuerung. Daniel, mach dich bereit. Oh, das ist das Ausrüstungsding. Der Anzug. Lebenspunkte, Luft und Stase-Zone. Und Stase-Dauer. Drei Knoten haben wir. Und der Plasma-Cutter, das ist definitiv mehr. Und hier gibt es nicht nur diese runden Knoten, sehe ich, sondern auch viereckige Knoten. Da kommen wir aber nicht hin. Aber Plasma-Cutter können wir auf jeden Fall einmal upgraden. Was machen wir denn? Schaden, Kapazität, Nachladen. Schaden. Kann ich dreimal Schaden machen? Aha, okay. Alright. Ich wollte schon sagen, Alter, das wäre ja nice gewesen. Kapazität und Nachladen. Ja, komm, fuck. Alle Upgrades zurücksetzen. Für 5000 Credits kannst du alle Energieknoten in dein Inventar aufnehmen und das aktuelle Gerät auf deine Standardwerte zurücksetzen.
Alright. Okay, jetzt haben wir 11 Schuss drin. Weiß nicht, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr als erstes geupgradet hättet. Kommt was? Inventar ist voll. Oh yes. Wir nehmen es erstmal so, wie es ist. Verkaufen konnten wir da ja nichts, ne? Sorry, wenn ich nochmal zurückgehe, aber gewöhnt euch dran. Hier gibt es einen Haufen Backtracking. Kann man hier Sachen verkaufen? Ja, das ist nur die Werkbank. Da müssen wir... Ah, ich erinnere mich, in dieses Teil, wo wir auch den neuen Rig kaufen können. Und ihr wisst es vielleicht von damals noch. Es wird so sein, dass wir ein paar Mal zurückrennen müssen, um verpasste Heilpacks etc. mitzunehmen. Ja, fuck you. Nicht mit mir. Denn ich bin Profi, Mama. Damit wir die verkaufen können, um mehr Geld zu haben. Guck mal, da seht ihr auch, wie spät es ist, Alter. Ich nehme das Ganze hier nur im Dunkeln auf. Nicht, weil ich krass bin, sondern weil es halt in meiner Wohnung nicht anders geht. Deswegen gab es auch, glaube ich, am Tag nach der ersten Folge, direkt am zweiten Tag, leider keine Folge. Ja, ja. Das kannst du vielleicht mit jemandem machen, der nicht komplett psychisch krank ist und immer damit rechnet, Alter, dass ihn jeder hintergeht von hinten. Damit kannst du vielleicht deine taubstummen Freunde beeindrucken, aber mich nicht, Junge. Mich? Nee. What? Okay, das ist der Stuhl. Platine reinstalliert. Systemneustart abgeschlossen. Fordere die Monorail an. Wartung abgeschlossen. Monorail wird angefordert. Alles sauber! Nächster Halt, Flugdeck Monorail Steuerung. Wir sind an Bord. Das Dach wurde getroffen, aber es ist noch intakt. Die Quarantäne ist aufgehoben. Der Weg zum Hangar ist frei, aber die Kommunikation ist tot. Seid vorsichtig. Wie ist der Plan? Du und Johnson repariert die Carrion. Wir melden uns auf der Brücke. Standard-Notfallprotokoll. Protokoll? Hier sterben Menschen, Hammond. Ich werde nicht noch mehr verlieren. Halten wir uns an die Vorschriften, dann schaffen wir es auch. Hoffentlich.
What? Bist du behindert, Alter? Ich bin noch nicht volltrunken, dass ich da jetzt zurücklatsch. Was ist hier mit denen? Da kommen wir nicht hin. Und in den Frachtraum kommen wir gar nicht rein. Oder ist das jetzt offen? Ich habe ja den Strom umgeleitet zum Frachtding, ne? Lass uns einmal einen kurzen Blick werfen, damit wir uns da sicher sind, Freunde. Ich muss auch die Uhr ein bisschen im Auge behalten. Denn mein Handy hat sich dazu entschieden, heute mal einfach gar nichts zu sagen. Ist da was? Wir machen das anders. Ich schaue, ob es da weitergeht. Wenn nicht, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder hier. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch. Wenn ja, hinterlass mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Denn zusammen kommen wir hier durch. Zusammen sind wir auch stärker. Zusammen haben wir noch mehr Knoten im Arsch. Ich meine, du weißt...